bei strömendem Regen begrüße ich euch zurück zur nächsten Folge War Tales. Und wir haben die nächste, wie heißt denn das eigentlich? Naja, hier, Schicksal von Tiltrin Mission bei der Danae Pavi. Mit denen haben wir schon gesprochen, ne? My daughter is very proud to have secured this sheepfold, but we lack the necessary materials to rebuild it. Would you be willing to trade some for a little food and a very useful recipe? Ja, für 10 Holz kriegen wir das Hammel-Eintopf-Rezept, sehr gerne. Ja, können wir machen. You are ever so generous. Oh, I haven't been this happy since the beginning of the war. Okay, sie sieht aber nicht glücklich aus, sondern eher so ein bisschen flehend. Aber egal. Da haben wir's. Rezept. Kann ich das lernen? Kann ich nicht lernen. Brauche ich einen Lehrling. Naja, gut. Haben wir eigentlich noch irgendwas anderes? Den Vater haben wir noch. Ah, when Lord Lahart burned down my stables, my whole livelihood went up in flames. Danae found us this place. A true blessing from the eye. A true blessing from the eye. Was war hier hinten noch? Okay, hier können wir sonst nur klauen. Das machen wir aber nicht. So, Danae. My parents were sheep farmers back in Edoran. When I brought them to this abandoned sheepfold, their tired faces lit up. And I saw hope in their eyes for the first time since we left. Unfortunately, we've just learned that this building belongs to a man called Wilbert. I would like to meet him and convince him to let us stay here. Wilbert, wer war denn das? Wilbert. But I would feel safer if mercenaries such as you could escort me. The good people of Tittrin do not look kindly upon us refugees. I fear this Wilbert person might become violent or refuse to even listen to me. I am willing to give you all I have for my parents' safety. Okay, Medaillon, 20 Einfluss und 20 von diesem komischen Punkt nach oben. Oh, thank you. I will meet you there. Okay, das ist ja direkt um die Ecke. Ach, da ist er doch. Da rennt sie los. Da hinten haben wir noch irgendwas in den Bergen. Ach hier, Wilbert. Da ist er ja schon. Kurz und schmerzlos. Why refuse? We are sheep farmers. If you would just let us stay in the sheepfold, we could. Absolutely not. I inherited this barn from my sister. I will not let anyone take it from me. Ach, bei ihm waren wir schon mal. But you are not even using it. You are a fisherman. What use would you have for a sheepfold? That is none of your business. I will do as I please with my property. And I will do what I must to protect it from raiders. Hm. Okay. What's it to you if I use that sheepfold or not? That has nothing to do with it. That pile of rubble is mine. That woman has no right to stay there and is making a fuss. I'll pay you handsomely if you make her leave. Ja, wir versuchen ihn mal zu bestechen mit 50 Gold. Haben wir ja. But if you want to buy the sheepfold, that's a whole other story. That pile of rubble is all your, or theirs, for all I care. Okay, für 50 Gold haben wir jetzt einen Schafstall gekauft. Super. Has he accepted? Oh, blessed to be the all-seeing eye. You cannot imagine what this new home means for the three of us. Please, accept this as a token of our gratitude. Okay, sehr schön. I have to go. I must tell my parents the wonderful news. They will be thrilled. Dann haben wir auch das. Dank euch können die Flüchtlinge im Schafstall bleiben. Und wir bekommen ein Medaillon. Gürtelzubehör gibt uns etwas Willenskraft. Für erhöht aus dem Crit. Achso, stärkt Moral. Ach, okay. Können wir mal Lilly vielleicht geben. Die hat ja sehr gute Willenskraft. Ja, ist auch fast... Ja, ist mit die Beste, was Willenskraft betrifft. So, den Eber, Stufe 1. Ich muss den mal unbedingt irgendwie aufleveln. Ich glaube, der könnte noch okay sein. Bei dem wäre ich aber auch nicht traurig, wenn er irgendwann stirbt.
Aber ja, wir behalten ihn erstmal so lange, wie wir nichts Besseres finden. So, dann erledigt. Gebiet verteidigt. Petraberg. Petrabergwerk. Können wir mal reingehen? Ist nämlich gleich nebenan. Da oben. Untersuchen. Da könnten wir. Oh. Wir gehen erstmal ins Petrabergwerk. Da sind ja noch irgendwelche Gegner drin. Stufe 2. Zwei Schergen, zwei Plünderer. Das sollte durchaus machbar sein. So, da werden sie schon mal gut eingekesselt. Elder. Das schon mal hier hin. Barney. Ich würde die mal hier so ein bisschen versammeln. Wobei, ich würde gern den Eber tatsächlich hier angreifen lassen mit. Einfach nur, damit er auflevelt. Okay, so, wer ist der Erste? Der Scherge geht los. Achso, er hatte jetzt nur noch eine Einhandwaffe. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Hat er immer noch diesen Radius? Nein. Dann kannst du auch noch hier oben gehen. Alter Schwede. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen betäuben. Wobei, wir sind, glaube ich, echt gut aufgestellt. Jo, ein bisschen Glück. Ja, töten wir ihn sogar schon. Ansporn. Speerwall. Kann man sagen, in welche Richtung? Wer ist denn der Nächste? Er hier. Kostet 2. Ja, wir sind einfach zu überlegen noch. Vielleicht sollten wir auch mal demnächst die Schwierigkeit hochstellen. So, dann lassen wir uns mal ein bisschen angreifen. Oh, 4 Stück nur. 78. Warte mal, können wir bestimmt was Besseres hin. 100%. Wer wäre der Nächste? Sie. 100%. Oh, fast schon Crit-Treffer. Man könnte sie töten. Für einen. Komm, machen wir mal. 20. Krank. So, und der Nächste wäre sie hier. Hundert. Scherge. Plünderer. Nimm mal ihn hier. 14. Auch wieder sehr guter Treffer. Speerfeuer. Naja, ist egal. Ja, macht Sinn, dass er die Bogenschützen angreift. So, Diener. Diener. Ich versuche mal, hier den Plünderer noch irgendwie klein zu bekommen, damit er unsere Bogenschützen nicht, Alter, nicht angreift. Sehr gut. Und dann, wo geht denn eigentlich das Ding runter? Schaden. Kommt das Wildschwein ran? Nein! Ah, das Wildschwein kommt wieder nicht ran. Ich könnte jetzt ein bisschen warten, bis das Wildschwein... Also erstmal töten wir auf jeden Fall ihn. Nö. Und jetzt lassen wir das Wildschwein agieren. So, wir machen mal ein bisschen Platz fürs Wildschwein. Ja, und ich hoffe, das Wildschwein levelt dadurch. Also der Eber, nicht das Wildschwein. Ja, sehr gut. Und wir bekommen eine beschädigte Axt. So, alles repariert. Ich weiß gar nicht, was kaputt ist. Aber wir reparieren. Der Eber bekommt ein bisschen Stärke, würde ich sagen. Und, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher was für euch hier, ne? Für ihn hier zum Beispiel. Kann diese Waffe nicht ausrüsten. Ach, ist eine Einhandaxt.
Niemand ist ein Fernkämpfer. Okay, niemand kann diese Axt ausrüsten. Hm. Geil. So, jetzt kann ich aber bestimmt in die Mine und Eisenerz sammeln. Yes. Sehr gut. Ganz kurz vergessen, wie das funktioniert. Perfekt. Alter, 10 Eisenerz. Und noch eine Eisenquelle. Also eine Erzquelle. Perfekt. Bergarbeiter, Lehrling. Sehr schön. Gibt es einen Ausgang? Sonst gibt es hier nichts, ne? Doch, hier, guck mal, hier haben wir nochmal Eisenerz. Und nochmal perfekt. 13 EP, 7 Eisenerz. Sind so rich, was Eisenerz betrifft. Ja, jetzt sind wir aber tatsächlich durch. Gut. Die Weltkarte. Da gibt es ein Häkchen. Zum Tode verurteilt. Tja, da müssen wir aber noch den einen finden. So, wir haben übrigens 11 von 28 Orten abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was man hier machen muss. Die Zuflucht. Gehen wir die Zuflucht ab? So, da brauchen wir immer noch den komischen... Kauft ein Pony. Ah, okay. Das ist einfach. Zuchthaus von Tiltrin. Ergreift einen Gesetzlosen und bringt ihn zurück zum Zuchthaus. Warnt die Freunde des Verurteilten nördlich des nahegelegenen Sees. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht das erstmal. Wir können ja erstmal hier hochgehen. Da haben wir nämlich nochmal einen Ort. Trainingsgelände der Bruderschaft. Und ein neuer Fortschrittspunkt. Oh, das sieht schön aus. Da sehe ich mich doch gleich auch nochmal ein bisschen kämpfen. Okay, ich kann hier aber nichts machen. Bin noch nicht mal Hanf. Gut, Auftragsschläger Egans. If one of your companions doesn't carry their weight, don't be afraid to teach them new skills. We can help you with that. For a price. Oh, okay. Alter, 300. Zielen, laufen, erste Hilfe, provozieren. Erste Hilfe finde ich gar nicht schlecht. Hm, 300. Aufwertung, heißt das? Inventar. Kann die Stufe einer Waffe erhöhen und ihren Attribute nur einige besondere... Ah, okay. If one of your companions ja, ja, ich weiß. Okay, was ist denn die Mission hier bei euch? Nichts. Okay. Wir können ja mal weiter hinten lang latschen. Hier sind bestimmt auch noch ein paar Orte, die ich nicht kenne. Da ist zum Beispiel was. Oh, ein Raufball. Okay. Eisenerz aufheben? Sieht man gar nicht. Kann leider auch nicht weiter rauszoomen. Da wäre noch eine Blume. Da ist noch mal ein bisschen Holz. Wir latschen erstmal hier oben die Ebene ab, würde ich sagen. Ah, guck mal, da haben wir doch gleich nochmal ein Camp oder so. Banditenunterschlupf. Ein Todeskopf. Ein Todeskopf. Ein Totenkopf. Ein Unterschlupf ist ein Ort, an dem es von Gegnern nur so wimmelt. Je mehr aktive Schädel er trägt, desto gefährlicher ist der Unterschlupf. Um die Zahl der Gegner im Unterschlupf auszudünnen, sucht nach Gruppen mit einem Schädel in der Region. Eliminiert sie zuerst, um euch euren letzten Angriff zu erleichtern. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier jemand mit dem Tod... Ne, ist es nicht. Hinterhalt. Deserteure. Kann ich die denn gefangen nehmen?
Weil dann können wir mal einen zum Leuchtturm bringen. Überraschung. Überraschung. Zack. Ja, der Eber kann mal ein bisschen im Hintergrund. Sind das alle? Ja. Wer ist der Erste, der angreift? Der Schurke hier. Komm ich da hin? Nein. Alter, würde ich aber hinkommen. Können wir ihn erstmal binden in den Kampf? Jo, easy. Ist aber kein schöner Hinterhalt, muss ich sagen. Strichninen. Auch nochmal schön weggemacht. Okay, der visiert sogar erstmal nur an. An den werde ich nicht rankommen, ne? Ne. Aber ich kann ja erstmal alle in Kämpfe verwickeln. So, wen greifst du an? Ihn. Also, er ist eine Sie. Und der letzte ist dann eher da hinten, ne? Ja. Komme ich nicht ran, dann mache ich erstmal. Shit, komme ich so ran? Nö, komm nirgendwo ran. Ist ja bitter. Und ich würde das nochmal machen, damit er... Shit, der überlebt noch. Ja, gut, okay. Dann kämpfe mit mir. Ach, der visiert auch erstmal an. Alles klar. So, dann unterstützen wir mal hier drüben ein bisschen. Yes! Down he goes. Ach, da ganz hinten habe ich noch einen vergessen. Oh Gott, ja, komm aus dem Matsch da raus. Ach, scheiße. Und angreifen. Ja, super. So, dann der nächste. Tapfere Unterstützung. Die. Also ich kann die nicht gefangen nehmen, ne? Nein. Schutz, Fokus der Banditen, Zorn. Nö, kann ich anscheinend nicht gefangen nehmen. Okay, dann weiß ich nicht, was das mit diesem Kettensymbol auf sich hat. Brigantine eines Deserteurs. So, alles reparieren. Ostram levelt auf. Und bekommt... Ich würde sagen Geschicklichkeit, ne? Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Alter, was ist das denn? Da geht's doch bestimmt rein. Grab von Till drin. Steht sogar jemand. Krass. So, ich will erstmal hier aber ganz kurz gucken, ob irgendwas besser ist. Also, ja, gut. Das ist natürlich Quatsch. Bisschen mehr Rüstung, weniger Bewegung. Das wäre tatsächlich okay. Das ist gleich. Das würde ein bisschen mehr Rüstung geben. Da geht's nach unten. Bisschen weniger Bewegung, aber mehr Rüstung. Ich finde Bewegung bei den beiden immer kontraproduktiv, ne? Wobei, ihr braucht eigentlich auch wenig Rüstung. Ja, komm, dann lassen wir es doch so. So, kann ich aber was einsammeln hier noch? Sieht erstmal nicht so aus. So, wer bist du denn? Raotos. Pretending to be scholars exploring the tomb, are we mercenaries? Steal yourselves. People often go missing in there. Okay. Sehvermögen plus 5. Können Sie mal eine Fackel mitnehmen? So, du kriegst hier auch mal ein bisschen Mist. Verschiedenes. Verkaufen wir 0. Okay, das nimmt er gar nicht. Ein Raufball. Schmuckstück. Okay. Fettkomponente. Okay.
Wollen wir da reingehen? Ich habe keine Ahnung. Oder müssen wir da direkt campen? Beim Erkunden von Gräbern braucht ihr Fackeln. Und nicht im Dunkeln zu tappen. Wenn euer Licht ausgeht, gerät der Trupp in Panik und flieht aus dem Grab. Okay. Kann man... vielleicht auch nochmal zwei dazu kaufen. Ach Gott. Guck mal, das Falsche. Ich will mit Escape immer ins Dings gehen. So, erkunden drei Licht. Aber sonst ist hier überhaupt gar nichts. Okay. Aha. Umkehren, erkunden. Lichter Schlüssel. Untersuchen. Auf dem Bücherregal steht etwas geschrieben. Lesen. Gelehrter. Oh Gott, ich spreche auch noch einen Gelehrten. Okay. Können wir nicht lesen. Gehen wir es mal links lang. Steine in allen Größen liegen in diesem Gang verstreut. Sie scheinen sich von einer in der Dunkelheit verbogenen Decke gelöst zu haben. Vorsichtig gehen, würde ich sagen. Langsam aber sicher schafft ihr es zur anderen Seite. Okay, untersuchen. Ach, das ist schon wieder ein Rätsel. Dafür brauche ich wieder einen Gelehrten. Okay, wir müssen jemanden anheuern, der Gelehrter wird. Ihr spürt einen warmen Hauch hinter eurer Schulter. Kriecher. Nacktmull. Okay. Alter. Das ist ja gemein. Ich sehe den Gegner gar nicht. Da ist einer. Ach Gott, er kann gar nicht schießen, ne? Weil er überhaupt gar nichts sieht in der Dunkelheit. Lederriemen hat ein bisschen was abgefangen. Okay, dann versuchen wir erstmal hier den Nacktmull halt zu machen. Das war vielleicht auch nicht clever. So, da ist er wieder. Ja gut, ihr seid sinnfrei in dem Spiel. Also in dem Spiel, in dem Kampf hier. Fackel ausrüsten. Ah ja, okay, hätte man auch so machen können. So, dann versuchen wir erstmal, ihn hier jetzt kalt zu machen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Nacktmull. Das müssen dann aber auch fast alle Gegner sein, ne? Okay. Ach, da hinten ist noch einer. Holy shit. So, jetzt haben wir aber alle. Also, den ersten Nacktmull schon mal fertig gemacht. Eure Gegner sind demoralisiert und fliehen. Nein. Kein Fall. Wir kämpfen weiter. Wir machen die hier alle fertig. So, zack. Der Banditen. Nee, du kannst ja einfach angreifen. Wieder auf den Eber. Warte mal, ich schieße den mal. Kann ich den nicht zurückschießen? Das
So, das war's. Ja, der Eber wird nicht rankommen, aber er hier kommt ran. Und dann machen wir den Nacktmull fertig. Und gewinnen diesen Kamm. Ja. So, ein bisschen, naja, ein bisschen Müll gesammelt. Stufe 4. Bewegung, Willenskraft, Verfassung. Stärkt die Moral, Bewegung. Komm, wir machen ein bisschen Beweglichkeit mit ihm. So, das ist alles nur Müll. Okay, Trümmer untersuchen. Die Wand untersuchen. Ihr habt die Rune Leistung entdeckt. Aha. Sind hier so Löcher drin? Kurios. Gut, wenn man die Rune entdeckt. Trümmer untersuchen. Eure Gefährten konnten gerade noch durch eine kleine Lücke zwischen den Trümmern schlüpfen, den Weg versperrten. Aufbrechen, durchschlüpfen. Haar strömt eng. Pony gerät in Panik und verletzt sich. Sehnenriss. Ach du Scheiße. Ach, hier ist der schlichte Schlüssel. Sehr gut. Und zwei Fackeln. Perfekt. Verwenden Dietriche. Sehr gut. Könnte ein bisschen... Ah, shit. Ist gebrochen. Reicht und... Oh ja. Jawohl, sehr schön. Na gut, einen haben wir verbraten dafür. So, ein Saphir haben wir schon. Ein Rubin haben wir. Und Kodex des Künstlers, Kapitel 2. Verwendet das Lesepult, um ihn wiederherzustellen. Keine Ahnung, was das alles heißt. So, untersuchen. Ach, ich brauche einen Gelehrten natürlich. So, was haben wir hier drin? Meißel, Rucksack, Zubehör. Und Fragment eines kleinen Gegenstands, Antiquität. Gott, Alter, ich bin... Also ich bin noch nicht überladen, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mittlerweile im Inventar. Gut, na dann können wir wahrscheinlich hier auch nicht weiter. Die Tür ist verriegelt, natürlich. Wir müssen das hier erstmal machen. Und dafür brauchen wir einen... Gelehrten. So, ja gut, hier gibt es auch nichts mehr. Dann gehen wir zurück. Dann können wir hier die Truhe öffnen. Und dann gehen wir nochmal hier hin. In der Hoffnung, dass wir keinen Kampf haben. Ne, sehr gut. Was sind das hier für Symbole immer? Was? Achso, Licht. So, ist nix. Ist aber wirklich cool gemacht, muss man mal sagen. Untersuchen. Die Statue stellt einen Mann namens Dagan dar. Irgendwas an seiner Körperhaltung weckt in euch den Wunsch, in Gesang auszubrechen. Singen. Ich brauche ein Baden, natürlich. Alter Schwede. Ausleihen. Müsste mal draußen sein, ne? Eure Gruppe ist übermüdet. Wenn ihr weitergehen könntet... Könnten eure Gefährten Erschöpfung erleiden. Ja, ja, wir machen gleich eine Rast. Und zwar, wenn wir hier fertig sind. Leute, verpflegen und sein sollt. Ja, ich weiß, wie ein Dings funktioniert. Können wir ihm irgendwie helfen? Mit Medizin. Ja. Okay, so, Pikenier. Können wir noch irgendwas herstellen? Also, Dietriche haben wir noch 4. Ich denke, das ist okay. Kletterhaken haben wir 1. Angelhaken haben wir genug. Ein Anbindebalken. Und eine Lagertruhe. Eine Anbindebalken würde ich gern haben.
Wo ist er? Da. Der ist aber groß. Und da kann ich jetzt meinen Pony ranstellen, ja? Kann ich doch meinen Eber hinstellen? Nee. Und das geht auch nicht. Ja, wir müssen eh gleich ein zweites Pony kaufen. So, können wir noch was kochen? Nein, fehlt uns Weizen. Gut, dann rasten wir. Radde. Kadaver nehmen wir alle, dann sind die schon mal weg. Die gegrillten Fleische. Ja, machen wir es so. Und rasten. Oh, was ist denn jetzt los? Stufe 3, oh Gott. Ich habe wenig Bock zu handeln. Zu kämpfen. Eure Gefährten haben eine Erfahrung gewonnen. Ihr könnt nun einen von ihnen zum Hauptmann ernennen. Oh. Hauptmann. Sold plus 3. Jawohl. Hauptmann Barney. Wurde vom Trupp auf den Rang Hauptmann gesetzt. Ihr könnt die Strategietafel herstellen. Okay. Kann ich das machen? Lagerfeuer, Anwendebalken, Kochtopf, Zelt. Hier, Strategietafel. Einmal Leder fehlt mir dafür. Okay. Also einmal Leder sammeln. Gut, wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, wir sammeln nochmal ganz kurz alles ein. Und machen dann Feierabend. Und sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Dann, ja, werden wir, keine Ahnung, wir müssen unbedingt noch neue Leute holen. Hier haben wir noch ein paar Fragezeichen, die können wir nochmal abklappern und dann würde ich mich vielleicht hier in Richtung des Sees mal machen, also der muss ja angeblich hier sein, um die Quest hier noch zu lösen. Das Banditengebiet verteidigt, ja, können wir vielleicht auch noch auf dem Weg mitmachen, den Banditenunterschlupf. Gucken wir mal. Es ist ja immer was zu tun. Ich freue mich und verabschiede mich. Bis morgen. Adios.